Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute vom Golf 3 den Schiebedachschalter zerlegen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene. In diesem Video wird heute dieser hier behandelt. Warum sollte man diesen Schiebedachschalter zerlegen, wenn man ihn zum Beispiel schwarz färben möchte, wie hier? Ein Video dazu werde ich natürlich auch bei mir bei YouTube hochladen. Ist höchstwahrscheinlich bei diesem Video schon in der Videobeschreibung verlinkt. Preislich sind die Schiebedachschalter teilweise bei 100 bis 150 Euro, sehe ich nicht ein. Deswegen färbe ich selber, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Wir fangen hier mit diesem Schalter hier an, den rauszunehmen. Dafür haben wir hier außen Clips, mehrere, 1, 2 und hier innen ebenfalls. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich hier ein Stück Schleifpapier oder ähnliches reinschiebe. Dann können sich die Clips nicht wieder verriegeln und nicht wieder reinrutschen. Das Ganze machen wir hier drüben auch. So, wir können dann, wenn alle Clips gelöst sind, den Schalter nach unten rausdrücken. Das heißt, er kommt dann hier raus und dann haben wir unseren Schalter. Dann machen wir weiter mit diesem Bauteil. Das ist eigentlich ganz simpel. Es kann sein, dass bei euch hier so eine Abdeckplatte mit drauf ist. Das werde ich euch jetzt zeigen, wie das mit dieser Platte oben funktioniert. Die ist hier so leicht eingeschoben. Hier ist jetzt zum Beispiel keine drauf, aber ich werde es euch mit diesem Teil jetzt zeigen. Machen wir weiter mit der Lampe hier. Die können wir einfach so rausnehmen. Das hier oben ist nur ein Verkleidungsteil, was die Platine schützen soll. Dann haben wir hier vorne natürlich noch zwei Schalter. Einmal zweifach, einmal dreifach Schalter. Hier können wir das Plastik hier rausnehmen. Hier ist jetzt eine LED drin. Diese lassen wir hier auch drin. Ist jetzt schon ein bisschen gepfuscht worden hier, aber so ist es halt. Und sehen dann hier praktisch überall solche Clips. Und damit hält dann diese braune Abdeckung ebenfalls. Das ist wie gesagt nur ein Schutz. Das heißt, wir lösen hier die Clips, biegen die ein bisschen zur Seite. Und ziehen das Ganze leicht nach oben. Das Ganze natürlich mit Gefühl. Die Bauteile sind auch nicht mehr die jüngsten. Das Teil ist hier seitlich reingeschoben. Das ist wie gesagt nur die Abdeckung. Und kommen wir zur Platine. Die sehen wir dann hier. Hier haben wir wieder unsere ganz normalen Clips. Wodurch wir durch Lösen der Clips das Ganze ein bisschen nach oben ziehen können. Hier haben wir natürlich aber auch noch zwei Schalter. Hier sind Verbindungen, das heißt, ihr nehmt euch einen größeren Schraubendreher und drückt es da, wo keine Verbindungen, keine Lötverbindungen sind, drückt ihr das Ganze etwas nach oben, dass sich das Ganze etwas löst, sodass ihr natürlich auch keinen Pin beschädigt, ganz wichtig, und müsstet dann die Platine normalerweise problemlos abnehmen können. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich hier alle Clips gelöst. Das ist wichtig. Ich schaue natürlich, dass das für euch möglichst gut ersichtlich ist, aber ich muss natürlich auch irgendwie ein bisschen was sehen hier. So, dann haben wir die Platine raus. Diese Steckverbindung hier, hier sitzt ja normalerweise der vierpolige Stecker drin, wird einfach hier wieder eingerastet beim Einbau nachher und dann nach unten gedrückt. Mehr ist es nicht. Und dann können wir praktisch die komplette, wie gesagt, das mit der LED hier ist nicht original. Die hat sich hier auch schon gelöst. Da sieht man hier, das ist nicht mal sauber verlötet worden. Das wurde einfach nur dran gesteckt. Genau, so sieht die Platine aus. Dann bleiben bei diesem Bauteil hier noch eine Metallklammer, die kann aber in der Regel drin bleiben, wenn es einfach nur ums Färben geht. Wichtig ist nur, nicht verlieren. Und wir haben hier noch unsere zwei Schalter. Wie gesagt, der eine dreifach, der andere zweifach. Für den Zusammenbau merkt euch am besten, das hier ist der Dreifachschalter, wo hier das Fahrzeug mit der offenen Tür drauf ist. Da, wo nichts drauf ist, der Zweifachschalter. So, die Schalter können wir natürlich auch rausnehmen. Dafür haben wir hier an der Seite kleine Clips. Diese drücken wir rein und können dann den Schalter praktisch etwas nach unten drücken. Wichtig ist, nicht an den Pins drücken, sondern wirklich auf dem Plastik. So, dann gehen die Schalter hier praktisch nach unten raus. Wie gesagt, Zweifachschalter. So soll der Schalter am Ende auch wieder klingen, wenn ihr ihn zusammenbaut. Und der Dreifachschalter lässt sich genauso lösen.
Clips zusammendrücken. Der Dreifachschalter lässt sich genauso lösen. Schon haben wir hier unser Gehäuse. Die Schalter werden eigentlich ganz simpel zerlegt. Wie gesagt, hört euch das am Anfang mal an, wie das Ganze klingt. So muss es am Ende auch wieder klingen. Zum Färben müsst ihr natürlich nur das obere hier ausbauen. Hier innen drin ist eine Feder mit einem kleinen Adapterstück. Die dürfen wir nicht verlieren. Und beim Zweifachschalter ist derselbe Adapter unten drin. Das zeige ich euch aber gleich. Im Endeffekt ist es nur so, dass wir hier in diese Taschen reinfahren und können dann hier den Schalter ausklipsen. Schalter gut festhalten, dass euch der nicht in der Gegend rumfliegt. Hier ist eine kleine Feder drin, die etwas Spannung hat. Das ist dann praktisch dieses Teil hier. Und hier sehen wir genau, hier ist noch eine kleine Feder mit drin. Und die Feder dürft ihr nicht verlieren und dementsprechend diesen Hut, der hier oben drauf sitzt, natürlich auch nicht. Eignet sich immer, einen guten Schraubendreher zu haben, der mit Magnet ist und einen ohne. Genau, zum Einbau einfach hier rein. Die Feder hat da so eine kleine Arretierung und dann rutscht das Ganze wieder rein. Wir werden jetzt den Schalter auch wieder zusammen montieren. Unseren Schalter haben wir so, wir sehen hier zwei verschiedene Seiten. Gerade einklipsen, wenn möglich. Runterdrücken und beidseitig einrasten lassen. Und wir hören wieder. So soll es sein. So, das Ganze machen wir mit dem Dreifachschalter auch nochmal. Prinzip ist sehr ähnlich. Die Taschen hier anheben. Dann kriegen wir den Stecker hier, beziehungsweise kriegen wir das obere Teil raus. Wieder gut festhalten, ist wieder ein bisschen Spannung drauf. Sieht dann so aus. Hier haben wir auch wieder dieses selbe Teil hier drin. Mit der Feder stecke ich auch jetzt gleich wieder rein, sodass das sauber hier unten reinrutscht. Dann wieder unser Teil hier einstecken. Beidseitig wieder verriegeln und funktioniert wieder, wie es sein soll. Dann machen wir weiter hier mit diesem Kippschalter. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei den anderen Zwei- oder Dreifachschaltern. Wir haben hier ist das Ganze eingehakt und hier, das heißt, wenn wir das Ganze hier leicht anheben, dann fällt das Ganze mehr oder minder schon auseinander. Und hier langsam arbeiten, weil hier Klammern drin sind. Dann klappen wir das Ganze auf und sehen jetzt hier drin schon diesen Knopf in der Mitte, können wir einfach rausziehen. Der wird auch nachher beim Einbau nur wieder hier reingesteckt und wir hören, der funktioniert wunderbar, so wie es sein soll. Wichtig hier drin ist, dass sich diese Blättchen nicht bewegen. Diese Blättchen sollten normalerweise fest sein, sind aber hier tatsächlich nur reingelegt. Dementsprechend müssen die natürlich wieder genauso rein, wie sie waren. Wir sehen hier Punkte, wo das Ganze dann wieder rein kann. Das ist eben das, wenn man sowas unvorsichtig öffnet, dann fällt einem sowas auseinander. Und dann weiß man nicht mehr, wie das Ganze drin war und wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen jetzt das Blättchen hier mal raus. Das gehört praktisch hier drüben zu dem Schalter und kümmern uns um die beiden hier. Zum Färben müssen wir nur dieses Teil ausbauen und diesen Knopf. Dann kann das Ganze rein. Keine Angst, diese Fahrzeugsymbole hier färben sich nicht. Das ist ein anderer Kunststoff, der nimmt die Farbe nicht an. Dementsprechend färbt sich nur das restliche Teil. Aber dazu mehr in einem Video zum Färben. So, dann müssen natürlich hier die Blättchen wieder rein. Wir sehen hier hinten das eine Blättchen. Das ist gut hier hinten drin. Das funktioniert auf jeden Fall. Und das einzige Blättchen, was sich gelöst hat, ist tatsächlich dieses hier. Das hat sich gelöst. Wir sehen hier drei Füßchen dran. Ist jetzt euch schwierig zu zeigen, weil es so klein ist, ich weiß. So, und dieses Teil, wenn wir uns das anschauen, also der Druckpunkt ist praktisch hier auf dieses Blättchen. Das heißt, das Blättchen sitzt absolut in Ordnung, weil es praktisch dann hier vorne gedrückt wird. Dann ist dieses Blättchen an der richtigen Stelle. Und das andere Blättchen wird hier hinten gedrückt. So, jetzt müssen wir hier nur finden, wo wir hier rein müssen, wo praktisch die Löcher auch passen für diese ganz kleinen Füßchen. So an sich, diese Blättchen sind an sich baugleich. Das heißt, ihr könnt sie drehen, wie ihr wollt. Da sind die Füße immer im selben Abstand. Jetzt müssen wir mal selber schnell schauen, wie das hier reingehört. Ich habe es natürlich leider auch nicht gesehen, bevor ich es zerlegt habe.
weil es relativ viel auseinandergefallen ist, rein, dass das hinten wieder am Rand ansteht. Und genauso ist es nämlich auch. Das Blättchen ist jetzt wieder drin. Hier in der Platine sind praktisch Löcher drin. Jetzt setzen wir dieses Teil hier wieder auf. Und dieses Teil muss dementsprechend hier vorne, das heißt, wir haben, wenn wir uns das Teil anschauen, immer eine Symbolrichtung. Und die ist praktisch nach hier. So könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Und dieser Knopf hat natürlich auch eine Symbolrichtung, dass das Auto richtig rum ist wie hier. So, gedrückt wird praktisch hier vorne. Das heißt, wenn wir uns das, also gedrückt wird praktisch hier vorne. Das heißt, wenn wir uns das drehen, sind wir hier vorne. Und da sehen wir schon wieder so eine kleine Dreiecksform mit diesen silbernen Punkten hier drin. Und da gehört das Ganze rein. Ist natürlich schon ein bisschen Gefummel. Aber ist auf jeden Fall machbar. Da müsste, am besten empfiehlt sich da jetzt zum Schieben so ein Schraubendreher, der nicht magnetisch ist. Und schon ist dieses Blättchen auch wieder drin. Wie gesagt, das rutscht da super leicht rein in diese Punkte. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass wir immer beachten, wo der Druckpunkt ist von diesem Schalter. Dass wir mit diesem Druckpunkt praktisch auch wirklich dieses Blättchen durchdrücken und dann Kontakt herstellen. Zum Zusammenbau kommt dieser Schalter hier wieder rein. Auf das Blättchen drauf. Wir können ganz kurz Hörprobe machen. Das klingt sehr gut, so soll es sein. Und dann kommt auch dieses Teil hier wieder oben drauf. Nicht das hier jetzt irgendwie kippen, sondern das hier einfach schön gerade oben drauf setzen. Wie gesagt, bei Elektronik nie mit Gewalt. Schieben dann das hier praktisch drüber. Ich kipp's jetzt ein bisschen zu euch. Schieben das drüber, sodass es einrastet. Und jetzt hören wir. Perfekt. Auch perfekt. Schalter sollte wieder problemlos funktionieren. Dann montieren wir das Ganze wieder zusammen. Hier haben wir unser Gehäuse. Bauen dementsprechend auch wieder die Schalter ein. Wenn ihr damit ein bisschen Probleme habt, nehmt euch die Platine zur Hand. Auf der habt ihr hier diese Steckverbindungen. Und da seht ihr dann praktisch genau, wie das Ganze eingebaut gehört. Das heißt, hier haben wir unsere vier Stecker. Das heißt, das Ganze kommt dann so hinein. Und jetzt können wir sehen, okay, der Dreifachstecker bzw. der Dreifachschalter gehört hier rein und zwar so rum. Dann schieben wir den hier rein. Wir hören es klicken. Probieren, ob der Schalter funktioniert. Das ist der Fall. Unseren Zweifachschalter können wir hier auch wieder vergleichen. Dieser gehört dann dementsprechend so rein. Genau. Einklipsen. Schalter funktioniert, wie er soll. Dann können wir hier unsere Platine wieder einsetzen. Wenn wir die Platine einsetzen, kontrollieren wir hier, dass diese Verbindungen wieder sauber hier reinrutschen. Das heißt, dass das Ganze wieder so sitzt. Man sieht es hier ganz gut. Das Ganze ist mittig, so soll es sein. Und können unsere Platine nach unten drücken, bis die Plastikclips hier wieder überall einrasten. So soll es sein, so soll es aussehen. Dann können wir hier wieder unser Leuchtmittel reinmachen. Wichtig ist, ihr habt natürlich Fett an den Fingern, dementsprechend immer an den Fassungen anfassen, wenn möglich. So, die hängen wir hier wieder ein. Dann ist das hier wieder drin. Die können wir hinten wieder reinschrauben. Das ist nichts Weltbewegendes, einfach eingeschraubt. Die haben wir jetzt praktisch entsorgt. Dann kommt hier unsere Abdeckung wieder rein. Die wird hier oben eingeschoben und dann nach unten gedrückt. So ist das Ganze wieder sauber abgedeckt. Zum Schluss machen wir hier wieder unsere Abdeckung drüber. Der Schalter wird hier wieder eingeschoben. Ich hoffe, der ist richtig rum, aber normalerweise schon, weil der... Wir können hier nicht stark aus, wie rum wir ihn reinschieben, weil natürlich hier diese Symbole auch eine gewisse Richtung haben und der Strich ist praktisch immer unten und dementsprechend müssen die Fahrzeuge hier natürlich auch nach unten gucken, schieben den Schalter hier rein. Das Ganze ist wieder fest. Wir sehen, wir können hier drauf drücken, wie wir wollen, das rutscht nicht raus. Testen nochmal alle Schalter. Zweifachschalter klickt, wie er soll. Dreifachschalter ebenfalls, hier auch, so wie es sein soll, und mittig, perfekt. Und schon haben wir den Schalter wieder komplett zusammengebaut, er funktioniert wieder, so wie es sein soll.
Hier hinten gehört noch die Lampe rein. Und jetzt ist er wieder komplett und einsatzbereit. Dann soll es mit dem Video gewesen sein. Weitere Videos zum Golf 3 und auch zu anderen Fahrzeugen natürlich bei mir auf dem Kanal. Ebenfalls das Video mit den Teilen zum Schwarzfärben. Das werde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ich muss tatsächlich sagen, das schwerste Teil zu zerlegen ist dieses hier. Das liegt aber eigentlich nur hier an diesem Schalter. Ansonsten ist dieses Bedienteil und dieses Bedienteil eigentlich gleich bis hier auf die Schalter. Der hier ist eigentlich recht simpel zu zerlegen. Ich habe zu allen drei Schaltern ein Video gemacht, werde ich euch auch natürlich mal unten verlinken. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wenn ihr das Video seht, lasst es auf jeden Fall gut gehen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat. Ich habe es so gut versucht wie möglich zu zeigen. Viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen. Bis dahin, ciao.